So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Jetzt reden wir schon eine ganze Weile über das Hochschulforum Digitalisierung, über das HFD. Und sicherlich wissen viele von Ihnen ziemlich genau, was das ist. Viele von Ihnen machen da auch mit, aber sicherlich eben nicht alle. Und selbst diejenigen, die dabei mitarbeiten, haben vielleicht auch noch nicht jede Kleinigkeit durchschaut. Und darum ist es vielleicht ganz gut, zu diesem Zeitpunkt mal so eine Art kurzen Gesamtüberblick zu bekommen. Was ist das Hochschulforum Digitalisierung? Wie funktioniert es? Und wie ist es aufgebaut? Und am besten beantworten kann diese Frage vielleicht Professor Dr. Joachim Metzner, der neben mir steht. Er ist für die Hochschulrektorenkonferenz im Lenkungskreis des Hochschulforums. Herr Metzner, Sie waren, also erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie haben auch ein Mikro dort. Sie waren, genau. Sie waren viele Jahre lang Präsident der Fachhochschule Köln. Bis 2014 waren Sie auch Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, zuständig für das Ressort Digitalisierung und Informationsstrategie. Struktur. Von Hause aus sind Sie Professor für Sprach- und Literaturpädagogik. Herr Metzner, ich will Ihnen jetzt mal kurz ein bisschen zu nahe treten. Was interessiert Sie eigentlich als Sprach- und Literaturpädagoge an diesem Thema? So richtige, der eigentlich richtige Kandidat dafür sind Sie erstens nicht. Und vielleicht gehören Sie auch nicht mehr ganz zu der Generation der Digital Natives. Also warum stehen Sie jetzt hier eigentlich? Jetzt müsste ich eigentlich zurückfragen, haben Sie schon mal was von Lifelong Learning gehört? Das ist auch so ein Thema, wo die Strategie in Deutschland ab und zu noch fehlt. Also ich kann die Frage beantworten mit zwei Informationen, die wir gestern bekommen haben bei der MOOCs-Konferenz, die ja gestern hier in Berlin stattgefunden hat. Erstens wurde berichtet, dass eine ganz wichtige Nutzergruppe für digitales Lernen, die Leute weit über 65 sind, bis in die 90er Jahre rein oder in die 80er Jahre rein, das war das eine. Das heißt, ich bin da noch ganz gut sozusagen in der Statistik vertreten. Und das andere, der am meisten, wohl einer der am meisten nachgefragten MOOCs aus der Ausschreibung des Stifterverbandes ist der MOOC über Storytelling. Und das heißt also mit anderen Worten, da sind wir wieder bei der Literaturwissenschaft. Da sind wir wieder bei Literatur und Sprache. Ja, mit anderen Worten. Okay, also ich merke schon, Sie haben da gute Argumente. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt nicht alle anhören, weil sonst haben wir nachher ein Zeitproblem. Apropos Zeitproblem, ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie jetzt mal in einem Satz in der Lage sind zu sagen, was das Hochschulforum Digitalisierung ist. Ein Satz, was ist das? Das Hochschulforum Digitalisierung ist gleichzeitig, jetzt kommt nur ein Punkt, aber mehrere Kommas, ist... ich gucke mal, ob die Orthographie stimmt. Ja, ist gleichzeitig ein Treffpunkt, eine Denkfabrik, eine Werkstatt, ein Marktplatz und ein schwarzes Brett. Und jetzt müssen Sie fragen, was meinen Sie denn damit? Und dann kann ich ausholen. Ja, und die bestellten Fragen machen wir später. Ich wollte nämlich zwischendurch erstmal noch eine andere Frage stellen. Und zwar, wenn man sich das so anschaut, wer da alles so drin sitzt, Stifterverband, CAE, Hochschulrektorenkonferenz, das Ganze finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ist doch eine ziemliche Top-Down-Geschichte, Herr Metzner, oder? Nein. Es ist ein Top-Down-Anteil drin, aber es ist vor allen Dingen ein wichtiger Bottom-Up-Anteil darin. Sie dürfen eins nicht vergessen, es ist in der Tat, Sie haben völlig recht, das Forum ist gegründet worden, kann man schon sagen, Top-Down, indem sich eben die drei Träger, die Sie erwähnt haben, zusammengetan haben, auch mit der Politik, das wurde heute Morgen ja schon besprochen. Und wir haben erstens eine Festlegung der Struktur gemacht und wir haben zweitens gesprochen über die Themenspektren, die hier zum Tragen kommen, die dann zu den sechs Themengruppen geführt haben. Sie dürfen aber eines nicht vergessen, das war zu einem Zeitpunkt, als es einen Riesenwirbel gegeben hat an den Universitäten, an den Hochschulen, weil alle noch unter dem Eindruck standen, dass Herr Truhn ihre Abschaffung vorausgesagt hat. Und irgendwie ging es den Leuten dann doch zumindest mal punktuell an den Kragen, so vor lauter Schreck. Und wir haben gedacht, da muss was von oben her mal in Gang gesetzt werden, damit der Wirbel aufhört und sozusagen in Bahnen kommt. Damit da nicht nur Angst ist sozusagen vor dem, was da kommt. Und deswegen haben wir die Struktur festgelegt. Frage ich Sie nach der Struktur, Herr Metzner. Gut, okay. Ja, jetzt ist das schöne Schaubild nicht da. Aber habe ich eben schon bestellt, dass das Schaubild kommt gleich. Ja, genau. Ah, ja. Also das sehen Sie vielleicht gegen das Licht ein bisschen. Die Struktur. Wenn,
Wenn Sie es nicht sehen, ist auch nicht schlimm, weil ich eigentlich bei diesem Schaubild immer ein gewisses Unbehagen habe. Das verführt so, dass, oder erweckt so den Eindruck, das sei so eine Art Weltmodell. Aber es ist weder vorkopernikanisch richtig, noch kopernikanisch richtig, weil das Entscheidende ist nicht der Kern, sondern das Entscheidende sind die Gruppen, die sechs Gruppen, die sich sozusagen in einer Schicht dann später um den Kern herumlegen. Denn es geht tatsächlich, seit wir das Ganze gestartet haben, nur noch bottom-up. Das heißt, entscheidend ist, was die Arbeitsgruppen von sich geben, was die produzieren. Sie sind sozusagen diejenigen, die Ergebnisse produzieren. Wie haben Sie die Arbeitsgruppen gefunden? Wie haben Sie die Leute rekrutiert dafür? Also zunächst mal haben wir die sechs Themen festgelegt oder Themenbereiche festgelegt. Und da muss ich sagen, da bin ich inzwischen sehr beruhigt, weil ich schon den Eindruck habe, beziehungsweise wir im Lenkungsausschuss, in der Lenkungsgruppe den Eindruck haben, wir haben das Ganze ja auf Verdacht gemacht. Das war ja unsere individuelle Meinung, dass das die sechs Themenbereiche sind, die jetzt zur Diskussion anstehen müssen. Unsere Meinung heißt in dem Fall von den Organisatoren. Von den Organisatoren her. CHE, Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz. Jawohl. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, gerade jetzt, wenn ich die Zwischenergebnisse mir betrachte, wir haben uns nicht vertan. Das hätte passieren können. Wir haben auch lange diskutiert, die Frage, gibt es nicht Querschnittsthemen, die durch alle Gruppen gezogen werden müssen und muss man nicht von vornherein auf eine Matrixstruktur achten? Also zum Beispiel Internationalisierung. Es gibt keine nicht internationalisierte Internetproduktion, das funktioniert ja gar nicht. Oder auch die Frage der juristischen Probleme, die geklärt werden müssen. Aber wir haben das dann wirklich zugeordnet es hat funktioniert. Das ist sehr beruhigend. Zur Struktur zurück. Sie ist eigentlich ganz banal gedacht. Es gibt eine Geschäftsstelle, die hier sozusagen im Zentrum steht, die sehr viel organisatorische Arbeit macht. Diese Geschäftsstelle wird angereichert durch den Kreis der Koordinatoren, die aus den drei Trägerorganisationen stammen und die Gruppen wiederum mit unterstützen. Dann war uns ganz wichtig natürlich die Auswahl der sogenannten Themenpaten. Das Wort, ich hätte es klingt so ein bisschen mafiös. Ja, mafiös oder paternalistisch oder wie man es auch immer formulieren will. Also Pate ist irgendwie, es gibt da sicherlich ein Selbstverständnis der Kolleginnen und Kollegen, dass es etwas anders aussieht. Aber es geht einfach darum, dass jemand sozusagen wirklich eine ganz wichtige inhaltliche und auch personenbezogene Verantwortung da wahrnimmt. Und die Themenpaten haben wir danach sorgfältig ausgesucht. Und dann eben die ganz schwierige, und damit bin ich bei Ihrer Ursprungsfrage wieder, die ganz schwierige Auswahl der Personen. Machen das alle ehrenamtlich oder wie ist das? Ja, selbstverständlich, natürlich. Das geht rein ehrenamtlich, bei relativ hohem Zeitaufwand natürlich, wenn man sich das so betrachtet. Das Hauptproblem war, ich hoffe, dass mein Imperativ jetzt stimmt, war die... Sprachwissenschaftler. Ja, genau. War die von vornherein gewollte extreme Heterogenität in der Zusammensetzung der Arbeitskreise. Da müssen Fachleute rein. Und wir wissen aus der E-Learning-Diskussion der früheren Jahre, Fachleute sind nicht immer unbedingt die großen Kommunikatoren. Aber es müssen natürlich gleichzeitig in jeder Beziehung Betroffene rein. Von den Hochschulleitungen bis hin zu den Studierenden. Und daraus sozusagen dann eine wirklich auch gruppendynamisch funktionierende Unit zu bilden, das war die große Herausforderung. Aber das sieht man jetzt ganz deutlich an dem Zustandekommen der ersten Produkte, wenn man das so nennen will, dass sich die Gruppen im Laufe der Zeit gefunden haben. Wie arbeiten denn diese Gruppen genau? Wie muss man sich das vorstellen? Die Gruppen arbeiten an realen Orten sozusagen, zu realen Zeiten. Das lässt sich aber so. Wie oft treffen die sich? Das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall mehrmals im Jahr, sage ich mal. Im Schnitt vielleicht alle Vierteljahre, ein bisschen weniger vielleicht. Umso wichtiger ist, dass es natürlich gleichzeitig, das ist heute Morgen ja auch schon gesagt worden, die Möglichkeit gibt, über soziale Medien und auch natürlich über die Ankoppelung, hier die virtuelle Ankoppelung ans Forum,
und an die Geschäftsstelle die ganzen Dinge zusätzlich voranzutreiben. Sonst würde das gar nicht gehen. Und dann erarbeiten die was? Irgendwelche Empfehlungen? Wir haben die 20 Thesen gefunden. Das heißt, sie setzen sich hin und stimmen dann ab? Oder wie läuft das? Die 20 Thesen sind zustande gekommen auf der Basis der Arbeit sozusagen des Lenkungskreises. Der Lenkungskreis hatte eine bestimmte Funktion oder hatte zwei bestimmte Funktionen. Die eine war, bevor es losging, um überhaupt, sagen wir mal, die Struktur zu schaffen. Die zweite Aufgabe war, zu Verabredungen mit den Gruppen und mit den Themengruppen und mit den Themenpaten zu Verabredungen zu kommen über Arbeitsprogramme und gegebenenfalls natürlich im Laufe der Zeit die Modifikation solcher Arbeitsprogramme. Die jetzige Funktion ist nicht aufzupassen, ob das auch funktioniert oder so. Es gibt keine Kontrollfunktion oder so etwas. Aber das, was an Rückmeldung kommt, an Teilprodukten, wenn Sie so wollen, was da jetzt eingeht, das ist heute Morgen ja auch schon beschrieben worden, in wachsender Zahl jetzt eingeht, dass das sozusagen nicht erratisch bleibt, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, sondern dass diese Ergebnisse, was nicht leicht ist, zusammengeführt werden, eine Aufgabe der Geschäftsstelle, ohne dass man diese Ergebnisse jetzt sozusagen einfach als Steinbruch nimmt, sondern das, was an Ergebnissen kommt, soll sozusagen eingefügt werden in einen gemeinschaftlichen Rahmen. Okay. Und darauf zu achten, das ist die Aufgabe des Lenkungskreises. Mir ist trotzdem noch nicht so ganz klar, also die Arbeitsgruppen, die erarbeiten Ergebnisse, indem sie irgendwie miteinander reden oder reden die in ihren Hochschulen, machen so eine Art kleine Feldstudie oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die zu ihren Ergebnissen? Die kommen erstens dadurch zu ihren Ergebnissen, dass sie ja selber zum erheblichen Teil Fachleute sind. Zweitens kommen sie aber vor allen Dingen zu den Ergebnissen, zum Beispiel über Umfragen, über Anfragen, über Expertenanhörungen, ganz, ganz wichtig, zu juristischen Fragen, zur Finanzierungsfrage und so weiter. Und deren Ergebnisse, also die Ergebnisse dieser erweiterten Kreise, die gerinnen sozusagen allmählich zu konkreten Vorschlägen, wobei man sagen muss, es ist sozusagen der eine Strang, es werden Ideen produziert. Das ist das Thema Denkfabrik. Es gibt den zweiten Strang, der darin besteht, aus diesen Ideen praktikable Modelle zu machen. Das ist sozusagen eine Modellwerkstatt. Und dann muss man die ganze Sache natürlich, diese Dinge muss man an die Leute bringen. Das ist das Stichwort Marktplatz. Das ist hier Marktplatz, aber es gibt auch den virtuellen Marktplatz, es gibt die Veröffentlichungen. Und das ist dann auch die Verschränkung zwischen den Themenkreisen oder den Themenforen und der Community, genau das, was Sie besprochen haben. Man holt sich das Wissen aus der Community über Anhörungen, über Umfragen und so weiter rein und verarbeitet es weiter und richtet das dann Richtung Lenkungsausschuss, der dann wiederum das Ganze zum Beispiel in ein Papier gießt. Zum Beispiel in dieses Zwischenpapier jetzt gießt und wir werden natürlich am Ende, also im nächsten Herbst, werden wir natürlich einen umfangreichen Abschlussbericht erstellen. Aber das ist nicht sozusagen das letzte Wort, sondern das letzte Wort oder eben es gibt kein letztes Wort. Es wird ja nur wiederum ein Zwischenbericht sein, weil die Entwicklung ja weitergeht. Aber wir werden den Versuch machen, eine umfangreiche Toolbox anzubieten. Frage, wem soll das Ganze angeboten werden? Da ist natürlich ein großes Interesse HAK-seitig, dass das Ganze eine unterstützende Funktion hat für die Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategien in den Hochschulen. Das ist eine Hochschulleitungsaufgabe, strategische Verantwortung zu übernehmen. Wir haben heute gehört, wir haben auch gestern gehört, das ist der Punkt, an dem es noch gewaltig hapert, dass Hochschulen tatsächlich konsistente auf ihren eigenen Hochschultyp, auf ihre Bedingungen bezogene Strategien entwickeln. Und dazu soll natürlich das, was dabei herauskommt, eine wichtige Hilfe sein. Also eine Toolbox. Was würden Sie noch sagen, das als letzte Frage, wann war das Hochschulforum Digitalisierung ein Erfolg, wenn was erreicht ist in anderthalb Jahren? Wenn die Toolbox so aussieht und wenn die Ergebnisse, also die Produkte so aussehen, dass man nach einiger Zeit, nach 2 oder 3 Jahren sagen kann, es hat wirklich geholfen, die deutschen Hochschulen in eine vernünftige und solide Digitalisierungsphase hineinzubringen. Herzlichen Dank, Herr Metzner. Gerne.